Also wenn ich hier im Gewächshaus bin, fühle ich mich sehr gut. Vor allen Dingen im Winter, da fühlt man sich wie in Mexiko, wenn die Sonne reinscheint, es ist warm. Man sieht die Pflanzen, wie sie langsam aus dem Winterschlaf erwachen. Ja, das ist ein schönes Gefühl. Im Baumarkt gehe ich eigentlich nicht. Aus Ungarn habe ich mir welche mitgebracht. Da haben wir von der Kakteengruppe aus mal eine Fahrt gemacht und haben uns da Sammlungen angesehen. Dann aus der Tschechei, wenn wir zum Jahreshauptversammlung von der TKG fahren, da gibt es dann auch große Verkaufsveranstaltungen, wo man immer was mitbringt. Gezählt habe ich sie nicht. Aber ich schätze, das sind so zwischen 4.000 und 5.000 Kakteen. Kleine, große. Und ja, es wird immer mehr. Ich habe es mal versucht, so ungefähr 2005, da waren es bei 3.500. Und ja, ich habe in der Zwischenzeit zu viel ausgesät. Also das Besondere an Kakteen ist erstmal die Vielfalt. Es gibt da so viele Arten und die sehen auch schön aus, wenn sie nicht blühen. Dadurch, dass sie eben unterschiedliche Formen haben, die Bedornung ist anders, kürzer, kleiner, weiß, bunt bedornt. Und das Schönste ist, wenn man ausgesät hat und die Sämlinge, die blühen dann zum ersten Mal. Also das ist schön. Und solange ich irgendwie kann, mache ich das auch noch weiter. Ich habe vor ein paar Jahren vom Bekannten zwei Kakteen übernommen. Der ist leider verstorben. Und das sind sehr alte Pflanzen, die sind schon fast 50 Jahre alt. Und die werden natürlich besonders gepflegt. Und die dürfen auch mit ins Wohnzimmer. Das sind die einzigen, die das dürfen. Da habe ich mit der Frau eine Übereinkunft getroffen. Ich hatte mir vorgenommen, bei Marmeladen bestimmte Reihen vollständig zu sammeln, aber das ist platzmäßig gar nicht mehr drin. Ich habe es aufgegeben. Ich werde versuchen, die besten Pflanzen nochmal vernünftig umzutopfen, dass sie vom Habitus her gut werden oder noch besser werden. Und das, was ich habe, so zu pflegen, dass man damit zufrieden ist. Dass sie vernünftig blühen, wachsen und alt werden. Feiner Gase.